Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein neues Buch für euch. Ich weiß, die Weihnachtszeit ist vorbei, aber mein Weihnachtsbuch ist jetzt erst fertig geworden. Und ja, ich wollte es euch zeigen. Wir waren ja nach den Feiertagen noch einen Moment im Urlaub und da habe ich bei Action noch zwei von diesen Weihnachtsblöcken mit dem Weihnachtspapier abgreifen können und daraus habe ich jetzt noch schnell ein Buch gemacht für uns als Familie. Ja, ich wollte hier unsere ganzen, ja, von der Adventszeit und von Weihnachten die Fotos reinkleben. Genau. Ja, das Cover ist von einem, hier von diesem Actionpapier. Hier habe ich noch ein Dingeldangel dran gemacht mit der, hier mit dem Flügel. Den habe ich von der lieben Jutta. Von meiner letzten Bestellung war der dabei. Den habe ich dran gemacht, das passt ja. Der Lebensbaum passt ja eigentlich auch. Passt ja eigentlich immer. So. Hier habe ich den noch draufgeklebt, den dicken Weihnachtsmann. Hinten habe ich hier diese Bömmelchen dran gemacht. Und hinten ist es ganz schlicht. So, dann mache ich es mal auf. So. Ja, was wir jetzt hier als erstes sehen, richtig, das Cover von dem Buch oder das Buchcover ist, das habe ich abgecycelt von diesem leckeren Apfelstreuselkuchen. Ja, der war sehr, sehr gut und dann habe ich gedacht, ach komm, ich klebe das mit rein, damit ich immer weiß, hier daraus, aus der Verpackung von dem Apfelkuchen ist dieses tolle Buch entstanden. So, dann habe ich hier noch so ein paar Überbleibsel. Ja, die werde ich, denke ich mal, wenn die Fotos alle drin sind, werde ich das noch weiter so ein bisschen verzieren. Das war eine Weihnachtskarte. Witchlist. Ja, die ist mir hier eingerissen. Da habe ich mit Stempelfarbe, bin ich da noch ein bisschen drüber gegangen. Ja. Ja, hier habe ich meinen ersten Umschlag selber gemacht, hier mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, hier zum Aufrollen. Ist mir auch direkt ein Fehl passiert. Das ist ja, ich bin ja Anfängerin. Und ich habe das zu eng aneinander geklebt und die Karte passt nicht weiter rein. Ja, ich fand es aber zu schade, um wegzuwerfen, deswegen ja, ist es jetzt trotzdem hier drin geblieben und ist ja eh nur für uns, also von daher ist alles gut. Ja, das war hier auch eine Weihnachtskarte, die habe ich auseinandergeschnitten und auch mit der Stempelfarbe bin ich da so ein bisschen drüber gegangen. Ja, direkt auf alt gemacht, gefällt mir total gut. Echt der Effekt mit der Stempelfarbe, den finde ich ganz toll. Hier habe ich noch ein Brett dran gemacht, was zum Spielen. Ja, der sieht toll aus, oder? Wir waren, als wir im Urlaub waren, waren wir essen. Und die hatten im Restaurant diese tollen Servietten und dann habe ich gefragt, ob ich eine mitnehmen darf und die haben sich, glaube ich, auch schon gewundert, die Leute, aber ich fand den so schön. Dann habe ich den ausgeschnitten und eingeklebt. Richtig, richtig schön. Ja, dann sind wir noch beim Action vorbeigefahren und dann habe ich mir noch die Schablonen gekauft, weil ich hatte ja auch gar keine Schablonen. Also im Urlaub hatte ich sowieso ja nur so ein paar Sachen mit, weil ich das Buch hier weitermachen wollte. Aber so generell in meinem Fundus habe ich ja nichts. Ich bin ja, wie ihr wisst, blutige Anfängerin, was das angeht. Ja, dann habe ich Spitze dran gemacht mit einer Schleife. Das war auch eine Serviette. Ich fand den Stern auch so schön. Ist auch nichts drin. Hier habe ich den Tag noch gemacht, auch mit so einem Brett. Und hier noch. Ja, das müsste, glaube ich, auch vom Teebeutel noch so ein Überbleibsel sein. Aber ich finde, das sieht immer schön aus. Ja, hier habe ich auch noch gestempelt. Die Kombi fand ich so schön. Da habe ich das ausgestanzt hier auf dem Blatt und das dahinter gesetzt. Hier habe ich auch noch mit der Schablone gearbeitet. Ist auch
auch nochmal. Da ist der dicke Weihnachtsmann wieder. Den fand ich so lustig. So, das nächste Buch. Ach, das nächste Buch, die nächste Signatur. Hier, das ist auch ein Briefumschlag. Das war auch eine Serviette, habe ich auch drauf geklebt. Hier auch. A present for you. Und das nicht. So, hier ist die andere, der andere Teil von der Karte. Und nochmal. Ich auch mit der Schablone. Da habe ich mir ein paar gekauft. Hier auch. Aufgeklebt. Ja, ich habe mal eine Frage an die Profis. Wenn ich mit dem Tacky-Glue, also ich habe jetzt hier dieses Blatt, habe ich mit dem Tacky-Glue festgeklebt und das wälzt sich so. Jetzt ist meine Frage, gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, außer den Prittstift oder eine andere Marke? Also ich benutze den Tacky-Glue vom Action. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob der zu wässrig ist. Auf jeden Fall mit dem gewählten so 100% gefällt es mir nicht. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich. Und ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr mir da einen Tipp geben könntet. Hier habe ich noch einen kleinen Charme dran gemacht mit einer Schleife. Ja. Auch gestempelt. Das ist noch relativ nackt, ne? Das Buch. Ja, hier ist mir was gerissen. Dann habe ich das einfach aufgerissen und habe das dahinter geklebt. Hier, das hat mein Sohn ausgeschnitten und sagte, er möchte so gerne den Lebkuchenmann auch mit in dem Weihnachtsbuch haben, weil er liebt ja die Geschichte vom Lebkuchenmann. Und die läuft bei uns übrigens das ganze Jahr. Und hier im Hintergrund so lecker, ne? Kakao, warmer Kakao mit den Marshmallows drin. Hier habe ich noch mein Bett dran gemacht. Hier habe ich nur ein bisschen gestempelt. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Wir haben schon dunkel. Wir haben zwar noch nicht spät, aber es ist schon echt dunkel. So, und die letzte Signatur. Hier ist noch ein Briefumschlag. Hier habe ich auch noch einen Schnipsel. Der war über. Da habe ich gedacht, nee, wegschmeißen tue ich den nicht. Ich mache das einfach alles hier rein. Und dann kann man ja gucken, wenn es soweit ist. Ja, hier das Klavier. Richtig schön. Hier nochmal den dicken Weihnachtsmann. Hier, der ist ja so süß, ne? Der ist, den habe ich auch bei Funkelkram das letzte Mal bestellt. Richtig, richtig schön. Passt. Nochmal. Ja, das war auch ein Fail. Ich wollte das eigentlich hier unten in der Ecke haben und das quasi von oben reinstecken. Aber ja. Ich habe dann angefangen, die letzte Signatur zu gestalten und ja, dann kam ich hier so an und dachte, falsch rum. Aber es hält ja trotzdem. Also von daher, ja, ist das in Ordnung. Ich hätte es halt nur gerne andersrum gehabt, aber wir nehmen es ja so, wie es kommt. Alles gut. Ist auch nochmal gestempelt. Ach, mit der Schablone. Auch. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht. Das ist so ganz leicht. Ich habe ja nur diese eine Stempelfarbe. Dieses Braun Vintage Foto heißt das, glaube ich. Und hier ist die andere Seite. Hier der dicke Weihnachtsmann. Ach, den finde ich ja herrlich. Hier. Platz für die Fotos habe ich gelassen. So, ja. Hier
könnte man noch was reinstecken. Ja, das habe ich viel zu eng geklebt. Ich weiß auch nicht, da passt irgendwie gar nichts mehr hinter. Weiß ich nicht, ob ich das nochmal abmache oder ob ich einfach ein Bild drauf klebe oder ob ich es einfach so lasse. Ja, mal gucken. So, hinten ist hier noch der. So, ihr Lieben, das war's. Das war mein Weihnachtsbuch, was ich jetzt endlich mit den Fotos befüllen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, vielleicht sehen wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss.